Sand erstreckte sich bis zum Horizont. Nichts als Sand, über den der Wüstenwind Staubfahnen wehte. Im Licht der untergehenden Sonne schien er rot zu leuchten. Drei Wesen standen aufrecht in dieser Weite. Sie warfen lange Schatten. Sie hatten menschliche Körper, aber ihre Köpfe glichen denen vorzeitlicher Tiere. An ihrem 12. Geburtstag erhält Paula einen rätselhaften Brief. Ihr Großvater, der seit vielen Jahren in Ägypten verschollen ist, vermacht seiner Enkelin darin seinen wertvollsten Fund, einen steinernen Skarabäus. Sollte ihr Großvater etwa noch leben? Um ihn zu finden, muss Paula das Geheimnis des Skarabäus entschlüsseln und auf eine gefährliche Zeitreise in die ägyptische Vergangenheit gehen. Doch die alten Dämonen, die dort lauern, kann sie nur mit der Hilfe der Götter besiegen. Der magische Skarabäus. Erschienen bei Ars Edition.